So, herzlich willkommen hier bei Tinker Fun in der Werkstatt. Ich mache mal einen lockeren Vlog. Schon lange her, dass es einen gab, aber momentan gibt es so viele Sachen, dass ich euch mal wieder auf dem Laufenden halten möchte, was so zwischendurch passiert. Und gerade die bei YouTube sind ja nicht immer bei Instagram unterwegs. Einmal kurz zu dem Stichwort Corona, auch wenn man es bestimmt nicht mehr hören kann. Da wollte ich nur einmal ganz kurz erzählen, ich arbeite ja als Maker in einem Softwareunternehmen und wir unterstützen jetzt gerade kostenlos die Gastronomie, damit die irgendwie Geldeinnahmen machen können. Die dürfen ja keine Gäste mehr im Restaurant haben oder im Imbiss. Da nur meine Bitte, habt ihr ein Lieblingsrestaurant, Lieblingsimbiss oder irgendein Unternehmen, irgendein Geschäft, was auch liefern könnte, statt alles nur im Lokal zu verkaufen, dann gebt denen doch den Tipp und geht mal auf ronomie.org, also Gastronomie ohne Gast, weil das ist gerade der Zustand. Und dort wird auf jeden Fall weitergeholfen. Wir unterstützen die Leute in dem Fall, dass sie irgendwie Einnahmen machen können noch, ohne dass die Gäste zu den Unternehmen kommen. Und zwar kriegen die dann von uns kostenlos einen Online-Shop und da ist ein Bestellsystem mit integriert. Das heißt, die Kunden können per App oder per Webbrowser, per Smartphone oder am Desktop-PC, wie auch immer, die Artikel bestellen bei denen, können dann auswählen zur Abholung oder zum Ausliefern. Das sind so die Wege, die ja gerade noch erlaubt sind. So können sie zumindest etwas verkaufen in dieser Zeit. Und wir senden auch täglich jetzt aktuell 2 Livestreams pro Tag mit Chat und dort helfen wir auch schon allen Leuten, die Interesse daran haben, wie man das System einrichtet und wie man da weiterkommt und wie das alles funktioniert. Also, das nur nebenbei, gebt das mal weiter, ronomie.org, dann werden bestimmt schon einigen Leuten geholfen. Gebt das an euer Lieblingsrestaurant weiter. So, also, was aktuell hier so passiert in der Tinker-Fahrwerkstatt ist Folgendes. Dadurch, dass ich auch immer so viele Anfragen bekomme, ob ich irgendwas für Leute baue oder ob ich was verkaufe, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das als Gewerbe anzumelden. Also Tinker Fun ist jetzt ein Gewerbe. So versuche ich neben meinem Hauptjob jetzt noch mit Tinker Fun euch irgendwie zu helfen, unterstützen mit Projekten. Konzentrieren möchte ich mich da in einem Punkt zum Beispiel auf Neon-LED-Logos und ja, gerade personalisierte Logos, die als Lichteffekt im Neon-Style gebaut werden. Davon habe ich ja schon ein paar gebaut. Andere Idee war, dass ich aus solchen beliebten Projekten wie dem digitalen Treppenlicht, was einem folgt, wenn man die Treppe hochgeht, ein Produkt mache. Aber da glaube ich einfach nicht, dass ich das alleine schaffe, weil auch von der geldlichen Seite, da gibt es einiges zu beachten, wenn man in Deutschland oder Europa Elektronik auf den Markt bringen will. Da gibt es einige Sachen, die erstmal einen Weg verbauen. EMV-Prüfung, CE-Zeichen, WEE muss man anmelden, Verpackungen, Entsorgung, wenn die Kunden den Elektroschrott entsorgen und ach, das sind alles Kosten und die Prüfung kosten was. Und da weiß ich einfach, da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das der richtige Weg für mich ist, muss ich mir noch Gedanken zu machen. Schaut euch auch auf meiner Webseite um, da habe ich einige Projekte vorgestellt, die ich so mache und was ich überhaupt mache. Und ja, so. Ansonsten geht es natürlich hier auch so mit normalen Projekten weiter, was mich auch natürlich antreibt hier, was ich alles so, ich möchte meine Ideen umsetzen und damit ich mehr Lötarbeiten und Prototypen auch zu Hause herstellen kann, habe ich mir jetzt ein paar Maschinen auch besorgt, eine Reflow-Station mit Heißluft, ich habe eine Preheating-Platte bestellt, also um Platinen einfach von unten mit Hitze schon vorzuwärmen, und aktuell habe ich einen günstigen Reflow-Ofen gesucht. Dieses Ofenmodell heißt T962. Ist jetzt auch nichts Besonderes, aber für den Einstieg auf jeden Fall erstmal gut, finde ich. Und zwar hat er 2 Infrarotstäbe und macht dann durch einen Controller, versucht er die Kennlinie der Lötpaste abzufahren.
Leider haben die Chinesen das mit dem Design ja nicht so ganz drauf immer. Und ich bin sehr designorientiert. Ich habe die Maschine erst einmal gestern ausprobiert. Das blende ich jetzt auch einmal eben ein über das Video. Das ist zwar im Hochformat, aber das ist okay, denke ich. Das war nämlich für Instagram. Auf Instagram poste ich ziemlich viel, was so nebenbei alles passiert. Da habe ich den Ofen einmal im Originalzustand getestet, habe eine Testplatine mit einem RFID-Reader gelötet, und also einen RFID-Reader als Platine mit allen Teilen drauf gelötet. Das hat direkt eigentlich wunderbar funktioniert. Trotzdem gibt es im Internet sehr, sehr viele Hacks und Mods, wie man das alles nennt, Sachen, um die Maschinen abzudaten. Zum einen geht es darum, auf wichtige Sachen, zum Beispiel, dass der Schutzleiter, der PE-Leiter, nicht ordnungsgemäß am Gehäuse angeschlossen ist. Das muss sich einmal abändern. Das ist natürlich für die eigene Sicherheit. Dann kommt ein Firmware-Update drauf. Das ist auch so das Typische. Da hat ein Hersteller eine bessere Firmware für geschrieben, und die werde ich natürlich auch versuchen drauf zu machen. Heute habe ich angefangen, das Design schon mal anzupassen, denn ich finde, wenn ein Werkzeug oder ein Tool auch gut aussieht, macht es auch mehr Spaß, damit zu arbeiten. Von daher habe ich erstmal das hässliche Beige beseitigt und habe die ganze Einheit zerlegt, demontiert und in schwarz-matt lackiert. Was mir außerdem nicht gefallen hat, ist die originale Folie vorne drauf, die vor dem Display ist und wo die Taster drin sind. Das sieht so sehr billig aus, und da habe ich jetzt mein eigenes Design erstmal gemacht. Das heißt, ich habe mit 0,5 mm Plexiglasfolie eine eigene Frontabdeckung gemacht. Damit das so funktioniert, habe ich auf die transparente Folie nochmal eine matte Aufkleberfolie aufgetragen, aufkaschiert, und in dem Bereich, wo das Display und die LEDs sein sollen, habe ich mit dem Laser, mit dem ich die Kontur geschnitten habe, nicht mit voller Leistung dann durchgeschnitten, sondern nur leicht angeritzt. So kannst du dann die matte Folie, die Klebefolie, wieder an den Stellen abziehen, weil die dann halt leicht angeschnitten worden ist. Die Folie, die transparente, ist aber nicht durchgeschnitten. Dann hast du also hier das Schutzsichtfenster für das Display. Von hier kann das Licht durch für die LEDs. Da ist noch eine diffuse Folie hintergekommen, damit es gleichmäßig nachher leuchtet. Hinter meiner Folie ist die originale Folientastatur. Die habe ich da wieder angeklebt. Damit das funktioniert, habe ich in meiner transparenten Folie den Kreis hier für die Taster ausgelasert. Bis auf einer Stelle, da ist noch ein 3 mm Steg. Das heißt, du kannst die Folie an dem Punkt nach innen reinkippen. So kannst du die Tasten halt weiterhin drücken. Ja, das zu dem Punkt. Da kommt heute erstmal noch ein qualitativ hochwertiger Lüfter rein. Was mich tatsächlich gewundert hat, ist, hinten in dem Gehäuse ist ein ganz großer Lüfter eingebaut, und der hilft bei dem Abkühlprozess, einen gesteuerten Abkühlprozess herbeizurufen. Das ist eigentlich, also das ist wirklich ziemlich gut gemacht eigentlich, so von der Idee. Der wird halt immer bei Bedarf mit zugeschaltet. Und da hat mich wirklich gewundert jetzt, dass da sogar ein EBM Papstlüfter drin ist. Ach ja, was man auch noch machen sollte. Also diese Einheit ist nachher hier unten runter montiert. Vorne kommt noch eine Schublade rein, da kommt die Platine dann drauf. Und hier sieht man schon, dass hier eine Isolierung ist, damit die Hitze hier auch im Bauraum bleibt. Da ist hier so eine, ich denke, so eine Isolationswatte mit drin. Und im vorderen Bereich ist Klebeband montiert, weil hier dann die Platineinheit sitzt. Und die Platineinheit ist ja hier oben drin. Und ich denke, das ist einfach zum Schutz gemacht, dass keine Kurzschlüsse irgendwie blöderweise entstehen, wenn irgendwas sich mal löst. Aber das Problem ist, das ist so ein richtig ekliges Kreppband. So ein Malertape. Und das gehört nicht dahin, wo Wärme ist. Deswegen muss man da eigentlich auch so ein Kapton-Tape hinmachen. Das kennt ihr bestimmt auch von 3D-Druck und so.
so ein bisschen bräunlich-kupferfarbige Folie und die ist hitzebeständig. Das heißt, den ganzen ekligen Krempel runter und das kommt da nachher drüber und damit wird es dann isoliert. Das muss auch noch gemacht werden. Ja, und dann können wir da fröhlich mit löten, hoffe ich. Ein aktuelles Projekt, wo ich auch noch dran bin, ist dieser Tisch hier. Das wird ein Tisch, der kommt neben ein Sofa als Beistelltisch, also nicht in die Mitte vom Wohnzimmer, sondern neben das Sofa. Und da habe ich ja schon sehr lange dran gearbeitet. So, da habe ich hier schon einige Stunden reingesteckt. Das Gestell ist aus Stahl. Und die Herausforderung diesmal für mich war beim Schweißen, dass ich in dem unteren Bereich hier eine Rundung haben möchte. Und da blende ich mal ein paar Fotos ein von dem Making of. Das war nämlich gar nicht so einfach. Da habe ich erst mit dem Plasmaschneider wie beim Puzzle so passend die Elemente ausgeschnitten, dann umgebogen in 90 Grad Winkel, angeheftet, dann richtig verschweißt und dann verschliffen, so dass man davon nichts mehr sieht und das aussieht wie aus einem Stück. Außerdem hat halt mehr Zeit gekostet, dass ich alle Schweißnähte verschliffen haben wollte. Da sind auch, ja, ich glaube, 3 Stunden bestimmt nur für Schleifen draufgegangen. Dann habe ich schwarz matt lackiert und obendrauf und in die Mitte kommt auch noch ein Brett, kommt Eiche drauf, hier unten dann auch so. Das Besondere bei dem Eichenholz wird auf jeden Fall, was noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, dann blende ich auch vielleicht eben das Rendering ein. Von unten kommt in die Bretter LEDs, so dass das obere Brett auf das mittlere Brett leuchtet und das mittlere Brett auf den Boden. Dann kann man schön warm weißes Licht mit abends, wenn man da sitzt, einschalten und als LEDs nehme ich da die gleichen LEDs, also die gleiche Verarbeitung wie bei den Neon-LED-Logos, die ich baue. Zwar sind das die flexiblen LEDs, die in einem Silikonmantel umgossen sind. Und der Vorteil bei dieser Variante, also falls ihr mal sowas braucht, ist, die LEDs gucken jetzt nach unten, das Licht kommt aber nach vorne raus. Und dadurch könnt ihr halt extrem kleine Radien biegen. Das kannst du ja mit einer normalen LED-Streifen halt so nicht. Der geht ja in die andere Richtung. Damit der Tisch ein bisschen mehr Design kriegt, habe ich mir da nämlich überlegt, dass ich diese LEDs in einem Rechteckkontur einfräse in das Holz und dann hast du halt ein Rechteck, wo diese bündig mit eingelassen sind und die strahlen dann nach unten. Ich möchte, dass man keine Kabel sieht, generell nirgendwo an dem Tisch. Und unten in dem Gestell kommt dann ein Netzteilanschluss für 12 Volt. So, dass man das Netzteil außerhalb des Tisches versteckt irgendwo. Die LEDs, falls ihr sowas mal braucht, wurde schon oft gefragt, wo die LEDs, wo ich die bestelle und so. Aktuell hatte ich die bislang immer aus China direkt bestellt. Aber gerade wenn ich damit jetzt mehr machen möchte, habe ich mir jetzt einen Partner hier in Deutschland gesucht. Und zwar ist das Everin. Und die vertreiben jetzt auch aktuell diese LEDs. Finde ich sehr gut. 6 mm breit sind die, 12 mm hoch, laufen auf 12 Volt. Besondere ist, davon gibt es halt auch nicht so viele, dass man die alle 2,5 cm schon kürzen kann. Das heißt, ihr könnt ziemlich gut die Fahrtlänge berechnen und auf euer Design anpassen. Das heißt, ich werde jetzt zum ersten Mal bei dem Tisch die Produkte von Everin einsetzen. Dazu gehört einmal der Streifen mit dem Min-LED, Neon-LED-Streifen und zum Steuern nehme ich hier für die Helligkeit ein Dimmer für einfarbige LEDs. Den könnt ihr mit 12 Volt befeuern. Bei dem Dimmer gibt es übrigens auch eine Fernbedienung optional dazu. Das heißt, ihr stellt hier die Helligkeit ein. Die ist magnetisch mit Wandhalter. Und der Dimmer, fällt mir gerade noch ein, hat aber auch
hat auch einen Tastereingang. Das heißt, du kannst auch ein Tasterinfo integrieren mit zwei Kabel dran. Du kannst darüber auch die Helligkeit einstellen. Der Strom kommt von einem Minwell-Netzteil, ebenfalls aus dem Shop von everrand.de. Der hat 12 Volt und 6,6 Ampere. Und zwar habe ich das großzügig gewählt, weil da kommt ja noch was in den Tisch. Und zwar möchte ich Handy, also die Möglichkeit, Handys aufzuladen, geben. Aber was jetzt bestimmt wieder kommt, das weiß ich. Kein Wireless Charging, denn das nutze ich aktuell nicht so viel, weil ich immer eine Handyhülle habe mit einem Metall hinten drin, damit ich das in so einem Magnethalter machen kann. Ich möchte einfach volle Leistung, also mit voller Leistung laden, und deswegen werde ich in die Stirnseite von der 5 cm dicken Eiche diese doppelte Ladebuchse einbauen oder doppelte USB-A-Buchse. Hinten werden die Stecker abgeschnitten und alle vier Kabel, also auch die Datenleitung, das ist ganz wichtig, wird dann an meine Ladeeinheiten hier angeschlossen. Und zwar habe ich die ausgewählt, weil die klein sind, auch mit 12 Volt betrieben werden können. Das heißt, du brauchst keine normalen USB-Handy-Ladegeräte irgendwo noch verstecken, die mit 230 Volt laufen. Du kannst alles über ein Netzteil betreiben. Sind sehr klein, die versuche ich irgendwo zu verstecken. Und ihr solltet dann darauf achten, einfach nur 5 Volt auf die zwei Leitungen von dem USB-Leiter drauf packen, ist nicht der beste Weg, denn dann wird nicht mit voller Leistung geladen. Hier ist jetzt extra ein IC drauf, der erkennt dann das Handy und gibt dementsprechend mehr Strom raus. So, mit dem Holz werde ich dann anfangen jetzt, mit der Holzplatte, mit der Eichenplatte. Da gibt es viel zu tun, denn das wirkt vielleicht erst so einfach, aber natürlich muss sie geschliffen werden, die Kanten anfasen, unten drunter die Konturfräsen für das LED-Neonstreifen. Und dann wird es ja tricky, noch die ganzen Kabel versteckt im Holz mit langen Durchbohrungen zu verstecken, auch für das USB-Ladekabel. Ja, und dann warte ich eigentlich nur noch auf ein schönes Paket von Vicon.de. Da drin enthalten sind dann passende Kleber, um den Silikonstreifen hier im Holz zu verkleben. Da müssen wir aufpassen bei diesem Silikonstreifen, denn er ist ja aus Silikon und Silikon mag nicht so gern verklebt werden. Den werden wir dann erst mit dem Vicon Primer vorbehandeln und anschließend mit einem Cyanacrylat in das Holz verkleben. Wenn man die passenden Kleber dabei hat, ist das alles auch kein Problem. Deswegen, falls ihr mal Kleberanfragen habt, meldet euch einfach bei Vicon hier per WhatsApp, E-Mail, wie auch immer. Die haben überall ihren Support. Sind sehr freundlich und kann ich nur empfehlen. So, liebe Leute, das war es erstmal für diesen Vlog. Einmal kurz zusammengefasst, was hier gerade so passiert. Und das ist immer genug. Also ich komme oft nicht hinterher, hinter allen Sachen. In meinem Kopf sind immer viele Ideen. Es gibt viele Leute, die Hilfe brauchen von mir. Ja, also ich fände es super, wenn ihr mal auf meinem YouTube-Channel einmal die letzten zwei Projekte euch anguckt. Da habe ich viel Liebe reingesteckt. Das ist einmal wieder ein LED-Logo. Das war für die Musikband Meute aus Hamburg. Und einmal den Hau den Lukas. Das war ein ewiges Projekt. Schaut doch mal rein. Ich glaube, da habt ihr auch Spaß dran. Ein schönes Projekt, wo grobe Gewalt mit Elektronik kombiniert wird und Holztechnik ist auch mit drin. So, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, gebt mir ein kostenloses Abo, das wäre super. Und wenn ihr mehr Making-ofs haben wollt, kommt bei Instagram vorbei, schaut bei tinker.fun vorbei. Ciao, bis zum nächsten Mal. So, nimmst du die nur auf? Tüdu. Ja. Und trinken. Wunderbar. Gut. Was mich tatsächlich. Erstmal einen Schluck trinken. Wieder zu verschweißen und verschweißen und verschleiß. Ach Gott. Weil ich.
Genau.